herzlich willkommen. Geil. Dass du mit am Start bist wieder. Hier zu einer weiteren Ausgabe von der Gothic 1 Mod Dunkle Geheimnisse. Wir reden mit Butch. Bitch. Hi, wer bist du? Was geht dich ein Dreck an? Deine Fresse gefällt mir nicht. Schätze mal, ich werde dir deine einschlagen müssen. Was, Butch? Du Bitch. Oh, Scheiße. Außer sie den falschen Fokus genommen. Weg mit der. Ach, belasten sie ihr dreckiges Banditen. Pack Gott, ich hasse die alle, Alter. Okay, ich habe mehrere Kommentare bekommen von verschiedenen Leuten, die mir gesagt haben, dass ich das Kraut auch ganz einfach bei Wolf oder bei anderen Händlern eintauschen kann für Erz oder anderes. Also das Zeug muss nur lediglich aus dem Inventar raus. Ich muss die jetzt nicht wirklich an jeden Einzelnen hier verticken. Es ist aber natürlich ratsam, das halt so zu machen. Also was heißt ratsam, ist es nicht, aber ich werde jetzt hier einfach mal das Kraut so verkaufen. Durch Handel, weil ganz ehrlich, Erz habe ich mehr als genug. Und ja, wir können das jetzt halt einfach gegen andere Waren tauschen. Okay, da ich jetzt nur eine Armbrust habe, und das Buch kaufe ich mir mal noch, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Da ich jetzt nun hier vergessen habe, was ich sagen wollte. Ich habe genug Gold auf jeden Fall. Erz meine ich, Entschuldigung. So, was ist denn das hier für ein Buch? Die Blutfliegen. Ach, Stachel entfernen gelernt. Sehr nice. Über die Fliegen. Dort aber, wo das Erdreich feucht und die Luft schwül ist, werden die Fliegen angelockt. Vom rinnenden Schweiß aller Kreaturen mit ihrem Stachel töten sie ihre Opfer und laben sich an ihrem Blut. Den Stachel zu entnehmen ist eine Kunst, die von vielen Sumpfjägern beherrscht wird. Schneide tief in den Unterleib um den Stachel herum mit gezackten Schnitten und entferne ihn vorsichtig. Den Stachel nimmst du mit einsamem Gewebe, lass ihn ausbluten und streife das ungenießbare Fell ab. Okay, cool. Danke. Okay, gab es hier noch mehr Händler? Hier muss es doch... Ja, klar, Nefarius. Und wieder ein scheiß Blackscreen, Alter. Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, Mann! So, okay, jetzt aber hier mit Connors nochmal handeln. Hier, komm, du hast da bestimmt... Du hast da bestimmt hier eine Menge Erz dabei. Schriften über Magie erwerben. Ja, guck mal, er hat eine ganze Menge. Ich alles, was ich brauche. An Erz. Wo ist denn der andere? Hier. Okay, jetzt habe ich alles an Kraut verkauft. Bin gespannt, wie das gehen soll. Mich, also beide. Also einmal... Ich bin so abwesend gerade. Also Laris und Bale Sitro quasi zu beliefern. Ich frage mich zwar, wie das gehen soll konkret, aber ich lasse mich mal überraschen. So, 388 machen wir jetzt. Okay. Jetzt haben wir wirklich alles an Kraut verkauft. Ah ja, ich gehe ja schon, du Penner. So, ich mache gleich mal ein Save. Weil ich würde gerne schon beiden das Kraut quasi bringen. Ich denke, die Lösung heißt, dass ich erstmal Bale Sitro das Kraut gebe, ihn dann niederschlage, ihm das Kraut wieder abnehme, Erz abnehme und dann Laris das Erz gebe. Aber ich weiß doch nicht so genau, wie das funktionieren soll. Na, wir werden sehen. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal... War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Zeig mir, was du hast. Hier. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich kann ihm das jetzt halt auch einfach so wieder nehmen. Ohne ihn jetzt quasi dafür niedergeprügelt zu haben. Das ist ja eigentlich ein Goldbrocken, der keine Textur hat anscheinend. Ein silberner Teller. Oho. Drei Lauten brauchen wir nicht. Krallen behalte ich mal noch. Amphore, Sumpf. Oh. Ach ja. Habe ich aus dem Sumpf mitgebracht. Hier, komm. Viel Spaß. Kannst du da bestimmt gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal Laris
das Erz bringen kann. Also ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Wenn nicht, dann ist das halt so. Ich wüsste halt, ich hätte auch noch nicht davon gehört, dass das überhaupt möglich sei. Also deshalb ist mir jetzt sehr neu. Ah ja, guck mal, tatsächlich. Ich habe die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Gab eine Menge Erfahrungspunkte. 500, um genau zu sein. Also, danke an denjenigen, der den Tipp geschrieben hat. Oder, beziehungsweise es gab, glaube ich, 2 oder 3, die es geschrieben haben. Dankeschön. Haben wir das jetzt hier eigentlich erledigt, gleich mal die Quest. Nicht schlecht. So, okay, jetzt gucken wir mal weiter. Erwins Aufträge. Ah ja, 40 Stücke rohes Fleisch brauchen wir dafür. Dann soll ich mit Kord über Kyro und Nikolas reden. Haben wir ja eigentlich schon gemacht. Angha, der Schmied. Genau, ja, das fragt mich zwar, warum das jetzt eine aktuelle Mission ist, weil, keine Ahnung. Schmugglerlager, Traffics, seltsame Erforschung, Aragorn, der Schmied. Warum ist das eine aktuelle Mission? Ich habe das doch abgeschlossen, ich verstehe das nicht so richtig. Wer weiß. Ich misst Igos Aufträge, Also so wirklich offene Sachen sind ja jetzt hier nicht mehr wirklich da. Ich will aber ehrlich gesagt, bevor ich mich dem alten Lager anschließe, noch einfach noch leveln und questen und so. Ich habe eigentlich noch gar keine so richtige Lust jetzt hier, mich schon im Lager anzuschließen, muss ich ehrlich sein. Ja, was machen wir denn jetzt? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber ich habe einen Kommentar bekommen von Fabi. Hallo Kurga, könntest du mir vielleicht sagen, wie du das Problem mit dem Renderer gelöst hast? Ich spiele auch im Fenstermodus, um leichter aus dem Spiel raustappen zu können, aber mit 20 FPS macht das nicht so wirklich Spaß. Bin für jeden Tipp dankbar. Fabi, um ehrlich zu sein, ganz genau konkret kann ich es dir eigentlich auch nicht mehr rekonstruieren, wie ich das Problem jetzt hier gelöst hatte mit Bonne zusammen. Also es war eigentlich eher Bonne, der mir ein paar Tipps geschrieben hatte, wie ich das machen soll und worauf es ankommt und so. Deshalb ist vielleicht sinnvoller, wenn du mal auf dem Discord den Bonne mal anschreibst oder im Forum, im World of Gothic Forum. Er ist auch ganz nett. Ich denke, wenn du lieb fragst, dann wird er dir auch lieb antworten. Deshalb musst du da jetzt keine Sorgen haben oder so. Oder vielleicht kennt ja jemand in den Kommentaren irgendwie eine Antwort. Also, ich habe die Integrität geprüft. Der hat ein paar Fehler dort gefunden, die konnte ich beheben. Aber ich habe auch noch was anderes gemacht. Also, das war nicht alles. Was hat denn der hier gerade? Ach, hier. Nee, es war einfach nur die weiße Platte von dem Tisch. So weiß geleuchtet hat. Okay. Ja. Gut. Ist jetzt die Frage. Was machen wir denn jetzt? Also für Orks bin ich noch zu schwach. Allgemein so andere Biester bin ich, glaube ich, auch noch zu schwach. Ich kann ja jetzt zum Glück Stachel ziehen. Warte mal, das muss ich gerade nochmal lernen aus dem Buch. Weil das Spiel ist ja gerade abgestürzt. So, jetzt kann ich das. Ich speichere hier nochmal an der Stelle. Ich bin ehrlich, so genau weiß ich gerade gar nicht so richtig, was ich machen soll eigentlich. Weil hier geht's schon wieder los mit manchen Quests, die halt irgendwie Quests sind, aber eigentlich auch nicht. Vielleicht werden die ja später nochmal relevant. Ich würde jetzt erstmal versuchen, das rohe Fleisch für Servin aufzutreiben. Ich habe 44. Also brauche ich ja nicht mehr so viel. Da kann ich dann mal quasi schnell auf die Jagd gehen. Ach ja, und was geschrieben wurde... Mit dem Loot aus der Truhe könntest du ja mal zu Kered vorbeipimmeln. Raven, da hast du absolut recht. Wir haben ja diese ganzen Tiertrophäen gesammelt. Und damit kann ich ja nochmal zu diesem Typen, zu diesem im Versteck von Cavalorn gehen. Und dort nochmal, vielleicht hat er irgendwelche Aufträge, von denen ich jetzt ein paar Tiertrophäen abgeben kann. Wäre natürlich möglich, aber das müssen wir rausfinden. Ach so, und... Genau, Nebularis hatte noch gemeint, ich soll nochmal im Minenlager zum Schmied gehen. Wenn ich einmal hier bin, mache ich das mal direkt. Gehen wir doch mal zum Schmied. Eigentlich müsste ich voll dankbar sein über so eine Situation wie jetzt, wo ich gerade nicht so genau weiß, was ich als nächstes machen soll, weil irgendwie alles nicht machbar ist oder irgendwie später erst oder was auch immer. Weil dann kann ich jetzt auch einfach mal mir die Zeit nehmen, einfach mal so durch die Kolonie zu streifen und einfach mal so... exploren, so. Ich meine, es gibt ja einige neue Orte und so, und ich muss eigentlich voll dankbar sein über so eine Situation wie gerade, aber irgendwie bin ich es nicht. Aber kann auch sein, dass ich gerade ziemlich unter Strom stehe, ziemlich im Stress bin, also
werde jetzt nach der Folge noch eine aufnehmen und dann habe ich Podcast-Aufnahme für diesen Sonntag. Kommt die zweite Folge quasi, nehmen wir dann gleich auf. Der Jorgenson und ich. Bin gespannt, wie es wird. Es war ja unfassbar krasses Feedback unter der ersten Podcast-Folge. Also vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall. Gab auch ultra viele Kommentare, also werden da bestimmt auch einige rausnehmen und darauf antworten. So, jetzt hier, Schmied, du, was ist jetzt los? Du bist hier der Schmied, oder? Nein, ich bin Gomez, persönliche Masseuse. Verschwende nicht meine Zeit. Ich muss noch Waffen für die Gardisten fertigstellen. Dank dieser verfluchten Minekrole und Banditen aus dem neuen Lager habe ich eine Menge zu tun. Hm. Ah, okay, keine Ahnung, warum ich jetzt mit ihm reden sollte. Das weiß wahrscheinlich nur Nebularis. Wer weiß. Okay. Der Slick hatte noch geschrieben. In meiner Gothic 1 Mod gibt es eine Quest mit Fletcher, die bei dir anscheinend fehlt. Deswegen erzähle ich mal was dazu. Dazu geht der Held zu Sketty, spricht ihn auf Fletchers Schulden an und er macht dir darauf einen Deal. Wenn du zu Gorhanes im Zweikampf, bezwingst, dann hast du Fletchers Schulden bei ihm getilgt. Allerdings muss der Held Stufe 10 haben, um gegen Hanes antreten zu dürfen, und bei Fletcher kriegst du irgendeine Belohnung, die mir entfallen ist. Ja, ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich nochmal hingehen kann. Ich bin ja Stufe hier, warte mal, 11, also rein theoretisch. Ja, sollte das ja eigentlich gehen. So, jetzt gehen wir nochmal auf Snapperjagd. Lass uns Snapper jagen. Ich will Wölfe jagen. Lass uns handeln. Verstehe. Ich habe hier Brennholz. Ich bring dich hier weg. Ich habe gebratenes Fleisch für. Oh. Ja, das ist jetzt schlecht. Der braucht halt einfach 1000 Jahre, um seine scheiß Waffe zu ziehen, Mann. Ja, das ist jetzt wieder mal so ein typischer Fall von: Oh, ich zieh die Waffe nicht, weil ich dumm bin. Alter, hier oben kann er mich doch niemals erwischen. Ich weiß, die Snapper bringen eh kein Fleisch, aber ich will die Erfahrungspunkte haben. Deshalb. Gehe ich da jetzt nochmal hin und hau die mit da. Interessant, mit gezogener Waffe bin ich nicht schneller. Tja, oh, warte mal, vielleicht kann ich dann auf den Baum da klettern, das wäre doch optimal. Ey, ich hab... Ich habe so unfassbar viele Fragen. Erstens mal, warum komme ich nicht auf den Baumstumpf? Zweitens mal, was ist da gerade passiert? Scheiße. Alter, what the fuck? Ich denke, ich brauche nicht versuchen, den zu töten. Also, ich weiß nicht. Auf dem Baumstumpf, da komme ich offensichtlich nicht drauf. Naja. Meine Hoffnung ist eigentlich, so einen von denen zu locken. Warum rennst du weg? Warum? Oh, die haben da den Leichnam dort, deshalb gehen die weg. Oh, na gut. Dann, ist das... nicht mein Kraut, was ich suche, leider. Das sind zwei Snapper, die muss ich doch eigentlich schaffen. Block mich doch nicht, Bitch! Okay, ach, scheiß drauf, ey. Ich bin auch leider zu schwach für Snapper. Das ist ein bisschen belastend. Das ist wirklich echt belastend gerade. Also Snapper schaffe ich nicht. Muss ich mich wohl noch mit kleinerem Getier zufrieden geben. Guck mal, hier haben wir ein Bergmoos. Ja, aber gut, wo kriege ich denn jetzt mein rohes Fleisch her? Ich meine, ich habe gefühlt die ganze Kolonie abgeschlachtet.
Ich krieg nirgendwo mehr rohes Fleisch. Ich habe alle Scavenger getötet, die es irgendwie hier gibt. Das ist jetzt natürlich echt hart nervig. Jetzt finde ich einfach nicht das benötigte Fleisch und muss das vielleicht ins nächste Kapitel mitnehmen. Das wäre ja natürlich noch belastender. Soll ich denn jetzt dieses rohe Fleisch noch auftreiben? Ich habe doch schon alles getötet, was hier irgendwie kreucht und fleucht. Aber gut, vielleicht zwingt mich das jetzt wirklich ins nächste Kapitel zu gehen. So eine Sache. Nicht alles getötet haben hier, was Fleisch in sich trägt. Das ist doch so unmöglich. Das ist unmöglich. Hast du noch eine andere Idee? Hat beim letzten Mal schon so gut funktioniert. Ach, ich will mal mit W laufen. Ging in Gothic 2 immer. So. Ihr Scheißer kommt nicht hier hoch. Oh ja, der Schaden ist... Ja. Ich bin begeistert. Ach. Ja, sehr gut. Also ich bin mir sogar relativ sicher, dass die Snapper kein Fleisch bringen, aber... Ich kann ja jetzt andere Jagdtrophäen nehmen. Ist so weit tief, also so tief kann ich nicht zielen. Probieren wir es von der anderen Seite. Ah ja, komm schon, das... Ah ja. Oh. Jetzt hat er es gerallt. Jetzt kann ich doch mit gezogener Waffe rein. Ah, Krallen und Zähne kriege ich von den Viechern. Ja, da ist jetzt nur noch einer, den sollte ich ja wohl schaffen. Einer sollte ja wohl drin sein. Oh, 750 Erfahrungspunkte. In 3 Snappern. So, da lang gehe ich demnächst, aber... Oder vielleicht sogar als nächstes. Aber ich gehe jetzt nochmal zu diesem Carrot. Oder vielleicht habe ich ja durch Zufall mal Kavalorn oder irgendjemand anderen noch rohes Fleisch verkauft, aber das glaube ich eigentlich nicht. Sowas verkaufe ich im Normalfall nicht. Erst dann im Late Game, wenn es zu anstrengend wäre, alles zu braten. Erst dann würde ich das machen, aber... Zeig mir deine Ware. Es ist ja nichts unmöglich. Aber der hat tatsächlich nicht. Er hat nicht mal irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Wobei, warte mal, vielleicht die Felle und die Tiertrophäen an sich könnte ich gebrauchen. Da würde ich sogar ein bisschen Geld jetzt für hinlegen oder was anderes. Weil, wie gesagt, kann ja sein, dass dieser Carrot oder dieser Unterhändler da halt in seinem Versteck jetzt hier irgendwas davon verlangt. Dann bin ich froh, wenn ich es hab. So viele Fackeln brauchen wir auch nicht. Honig. Eine Kochlöffel sollte ich einen behalten, wegen den Suppen. So, das sind jetzt hier, guck mal, 5 Rasiermesser. Wozu brauche ich 5 Rasiermesser? Und dann irgendwie nächste Folge gibt es eine Quest. Ja, besorge mir 5 Rasiermesser, Junge. Alter. Ah, wird aber durch die Decke gehen. Also durch die Decke, die hinter bei auf der Couch liegt. Maybe. So. Lebensenergie und Geschick. Ich weiß nicht, so ich... Chaos-Amulett könnte ein Questgegenstand sein, den ich irgendwo noch abgeben muss. Guck mal, der Helm, der kann doch weg. Ah, guck mal, da haben wir da jetzt schon mehr als genug abgegeben. Zack. Okay, jetzt gucken wir mal, ob dieser Unterhändler irgendwas von meinen... geilen Wertutensilien nimmt. Los, du Sau. Was brauchst du? Ah, der Handel übrigens auch. Komme zu mir, wenn du die Waren hast. Du wirst für deine Arbeit bezahlt werden. Ah, schau mal.
Ich guck mir erstmal deinen komischen Auftrag da an. 500 Erz, Junge, nicht schlecht. So, 4 Krallen, na das hab ich doch. Ich habe Waren zu verkaufen. Zeig her. 12 Erfahrungspunkte. Okay, hier ist dein Erz. Cool, handel erstmal. Ich will mit dir handeln. Was hast du denn noch so da? Aha, 1000 Erz, jo. Haufen Briefe. Leider kein rohes Fleisch, das ist natürlich belastend. Aber das Erz ist natürlich sehr schmackhaft. Würde ich nehmen. Wahrscheinlich nicht alles, aber großen Teil. Herrscherstab. Ja, es ist 2 und das brauche ich nicht. Ja gut, ganz auf 1000 werde ich wohl nicht kommen, aber... Gutes Stück zumindest. Oh, nee, okay, doch. Ich werde doch auf 1000 kommen. Weiß gar nicht, wo habe ich diese langen Bögen denn her? Kann ich gerade irgendwie gar nicht einschätzen, wo ich die her habe. So, doch, wir können sogar exakt auf 1000 kommen. Ist ja perfekt. Das ist ja wirklich pornös. So, gib mir all dein Erz. Leckt sogar kurz das Spiel, ey. Okay, cool. Ah, nee, habe ich ja gerade. Ich bin auch so dumm. Wir nehmen nochmal einen Auftrag an. Was brauchst du? Ich mach jetzt einfach mal normal. Komme zu mir, wenn du die Waren hast. Du wirst für deine Arbeit bezahlt werden. Boah, Mann, ich bin so darauf angewiesen, wenn im nächsten Kapitel die Viecher alle wieder spawnen. Nee, Einleitung ist das. Warte mal. Ja, Auftrag normal. 12 Orkhundfälle, na, die habe ich natürlich nicht. Und das soll normal sein? Was ist denn bei dir normal, Alter? 12 von den Viechern... 12 von den Viechern soll ich ablatzen? Naja. Den Auftrag werde ich wohl nicht machen. Denn Orkhundfälle ist natürlich ein bisschen krank. Bis zum 29. Tag und heute ist der 24. Tag. Ah ja. Nö. Okay. Ich muss jetzt nochmal hier in der Gegend kurz um, ob ich hier irgendwie vielleicht noch Scavenger oder irgendwas. More Rats. Ich brauche irgendwie noch rohes Fleisch. Das muss doch jetzt hier irgendwo noch drin sein. Oh, eine Steinwurzel. So, jetzt sind wir hier schon im Orkgebiet. Mal aufpassen. Oha, Wölfe. Aber die geben ja kein Fleisch. Leider. Weil ich im Zweifel auch Wolfsfleisch essen würde. Aber die Trophäen nehme ich gerne. Und die Erfahrungspunkte, die nehme ich auch sehr gerne. Super gerne, um genau zu sein. Hat mich aber trotzdem eine Stange Lebensenergie gekostet, muss man ja ganz ehrlich sein. Ui, okay. Aber ich habe ja sogar also Reptilien heute. Müsste ja drin sein hier. Experte im Reptilientöten. Stufe 12, jawoll. Da sind Scavenger. Perfekt, die brauche ich. Der Schattenläufer dort, der ist mir ein bisschen ein Dorn am Gemächt. Okay. Warte mal, auf der Seeseite habe ich natürlich auch noch nicht geguckt. Vielleicht sind hier noch ein paar Scavenger oder so. Wobei, nee, hier waren immer Warane bloß oder Lurker oder so. Was ja auch Sinn macht, weil die Viecher befinden sich ja eher am Wasser als Scavenger oder Mole Rats. Es ist immer so ein unbefriedigendes Gefühl, wenn der Schuss nicht trifft. 200, ey. Wieder ganz vergessen, dass Lurker so lukrative Viecher sind.
Und den, die, deren heute kann ich nehmen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Okay. Soweit. Von der Seite alles geklärt. Meine Haare sind heute mal wieder on top. Oder eben nicht. Ja, wie komme ich jetzt an diese Scavenger ran, ohne dass ich diesen, diesen Schattenläufer anfassen muss? Ich weiß ja nicht. Gab's dazu einen Kommentar? Nee. Der Schattenläufer ist ein Problem. Alter! Ist das ein ist das ein verdammter Ernst? Okay, vielleicht kann ich schnell hinrennen und das Fleisch looten. Das hat ja echt geklappt, Lul. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sein. Okay. Immerhin bin ich jetzt schon mal um etwas Fleisch reicher. Jetzt die Frage, schaffe ich die Beißer? Die würden mir wahrscheinlich auch Fleisch bringen. Wir wagen uns Stück für Stück ins Orkgebiet. Yes. Hat mir aber ganz schön gegeben, muss man sagen. 48. Zweimal rohes Fleisch brauche ich noch. Beißer schaffe ich also, aber die sind noch stark. Also ich glaube, zwei davon schaffe ich nicht. Dieser untote Schattenläufer. Können die mal noch irgendwie ein Scavenger oder so sein? Das ist doch sicherlich irgendwie möglich. Ui. Den schaffe ich nicht. Für Enos! Ja, Alter. Ich find's halt immer wieder geil und belastend gleichzeitig, dass der Held in Gothic 1 einfach so krampfig zu bedienen ist im Kampf. Das ist einfach... Kampfsystem in Gothic 1 noch nicht ausgeklügelt. Noch nicht ausgeklügelt damals gewesen. Kann aber auch sein, dass die Mod irgendwie einiges ein bisschen schwerer macht. Okay, also in die andere Richtung brauche ich mich gar nicht bewegen. Da gibt es eh keine Chance, für mich da durchzukommen. Oder irgendwas zu holen. Dass der Schattenläufer jetzt hier die ganzen Scavenger umgelegt hat, das ist natürlich... Oh, nee, da komme ich auch nicht durch. Ja, hier ist Endstation, hier komme ich nicht weiter. Fuck. Er hat natürlich alle Scavenger jetzt hier umgelegt und die respawnen in der Zeit, wo ich mich um die Varane, Lurker und Blutfliegen gekümmert habe. Ah, sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Damit habe ich jetzt natürlich einiges verloren hier. Nicht nur an Erfahrungspunkten, an potenziellen, sondern halt auch am Fleisch halt. Verdammt. Was dieser Unterstand hier eigentlich soll, das fragt sich wahrscheinlich jeder Gothic-Spieler irgendwie. Gothic 1 war da, Gothic 2 war ja wenigstens noch eine Kiste dort. Ja, okay, hier sind wir wohl erstmal fertig. Aber wir haben uns erstmalig richtig ernsthaft mal ins Orkgebiet gewagt. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man mal einen Try macht mit einem Save vorher so, sondern halt wirklich ernsthaft mal ins Orkgebiet gegangen. Und das Risiko in Kauf genommen. Sklavenbrot, das schönste Brot in meiner Welt. Klingt nach einem komischen Song, aber... So, da oben war ich ja schon mal, das war ja super belastend, dass der ja gar nichts ist. Nicht mal eine Kiste. Naja. Ah, lul. Ah, so läuft man seitlich. Das ist ja komisch. Muss ich das auch haben? Ah, so kann ich im Kampf seitlich laufen. Oh Gott, das wird jetzt die komplette Umgewöhnung. Habe ich jetzt gerade mal durch Zufall rausgefunden. Das ist ja witzig. Na gut.
Okay, dann würde ich sagen, ich danke bis hierhin erstmal herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge begeben wir uns mal auf diesen Pfad hier. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne Bewertung da, folgt mir auf Twitch. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund. Und ciao.